Hey, welcome back, ich begrüße ganz herzlich zu meinem neuen Video, das zweite Video hier aus der Lenzer Heide. Und ja, heute sind wir da in Arosa, also besser gesagt, der Tunnel ist Arosa, mit der Herrn Express. Und ja, wir sind jetzt von der Lenzer Heide heute Morgen übergefahren. Da habe ich jetzt, also das Intro nehme ich jetzt heute Mittag auf. Wir sind nämlich gerade am Messen, der Finn ist auch wieder am Start, auschecken auf Insta. Und ja, jetzt fahren wir noch ein bisschen da zu Arosa. Wir gehen glaube ich noch am Freitag noch mal fahren raus, ich weiß noch nicht genau. Das ist der übelst geile Flowtrail, ähnlich wie in St. Moritz. Ich nehme euch mit, dann mal auf den Helm. Da ist nämlich ein GoPro-Mann drauf. Und ja, zuerst blende ich jetzt einmal noch die Videos ein vom Rothahn. Und ja. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil da ist ganz windig und ich hoffe, ihr seht alles gut, weil ja, eben, ich gestern ein GoPro-Mount drauf tue. Also nein, besser gesagt, heute ist jetzt Montag, zweiter Tag und heute fahren wir auf Arosa. Ja, der Finn ist von mir. Wir fahren noch als eine Instagram-Story machen. Ja, da ein bisschen steinig, aber ja, letztes Jahr sind wir den Trail auch gefahren, aber kein Video gemacht. So. Oh shit! Ja, die Aussicht ist perfekt. Ja, ich hoffe, dass wir heute Sandro sehen, weil ja, er ist, hat die Lichttour ja, gemacht oder ist immer noch dran. Und ja, ist jetzt ein bisschen früher noch schon gefahren, er. Darum ja, probieren wir jetzt, ja, ihn noch zu treffen, zu Arosa. Aber keine Ahnung, wenn wir noch schaffen. Ja, keine Ahnung, ob der Winkel von der GoPro gut ist. Oder ob wir noch das weisse Dächli sind. Tut mir leid, wenn man ein bisschen, ja, wie sagen wir, nicht alles sieht. Also jetzt habe ich gesagt, zuerst mal einen Mount auf dem Helm. Warum, ja, tut mir leid, nicht so gut ist. Aber richtig, richtig geil da. Und meine Finger machen wieder genau gleich wie die Piste am Abend. Jetzt haben wir die Steine sind messerscharf, aber die Aussicht ist auch der Dream. Ohne der Nebel, da oben schön Sonne. Besser als gar nicht mehr sein. Ja, yeah, richtig, richtig geil. Aber fragt mich nicht, was da für Berge sind. Ich kenne mich gar nicht gut aus. Lenzer Heide in der Umgebung. Aber in die Richtung, wo wir jetzt gerade fahren, also hinter dem Hügel, dort ist dann Arosa. Dort hat es auch noch ein paar Flowtrails. Also letztes Jahr zumindest gehabt. Ich weiß nicht, wie es sein Jahr ist. Ja, yeah, richtig, richtig geil. Gestern Abend noch das Villa eingestellt. Weil ja, gestern ist gar nicht geil zum Fahren. Alles geknackst. Jetzt ist einigermaßen ein bisschen besser. Also nicht, eigentlich nicht einigermaßen, eigentlich ist es gut. Einfach noch bremsen. Die müssen mal noch neu zentrieren, habe ich gerade gemerkt. Aber ja, heute Abend. Ja. Ja, gestern habe ich einen kleinen Sonnenbrand eingefangen. Darum fahre ich jetzt heute mit Jacke, weil es ist nicht so warm. Windet recht. Es war eigentlich nicht so. Jetzt gerade fahre ich schon ein bisschen windig. Aber ja. Ist auch besser mit Jacke, also zumindest wenn man oben langfährt, falls mal umgekehrt ist.
ja, ist nicht gerade alle Hut offen. Ja, ist jetzt eigentlich ein bisschen besser. Aber ja, richtig geil finde ich, yeah! Ja! Alter, geil! Gott! Weißt du? Was ist passiert? Geil! Achtung Schanze! Ja, noch warmer. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber dort ist ja schön so ein Strich durch die Landschaft durch. Und dort hinten ist irgendwo ein Rosa. Jo! Crazy! So, dann kommen wir kurz Wechsel. Also, Wechsel beim Finn. Ich habe nichts gewechselt. Geht es jetzt weiter? Der Teil ist schon sketchy. Da musst du echt schauen, wo du fährst. Weil da geht es jetzt noch, aber nachher wird es nicht mehr schlimmer. Wenn du dort ein bisschen zu viel rechts fährst, ja, ist nicht so geil, wenn du da oben kannst. Oh mein Gott. Ja, und da unten kommt dann noch ein See. Keine Ahnung, wie der heißt. Das macht mir leid, ich kann euch nichts sagen über die Region. Was mache ich da oben? I don't know. Yeah. Oh. Das war jetzt richtig eng gewesen. So? Ja. So, jetzt bin ich wieder in der Front. Ja, mein Fuß macht immer noch brutal weh. Am Freitag sind wir eben im Wildpark noch gewesen. Ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es doch aus. Das war das letzte Video gewesen, oder zweitletzte. Und ja, dort sind wir so am Fahren gewesen. Ich bin am Louis hinten nachgefahren. Dort hat es ja so einen Indoor-Pump-Track. Und dort bin ich aus der Kurve gerutscht, also mit dem Vorderrad. Ja, hat es mir oben rausgenommen. Und dann, ja, bin ich halt abgesprungen, falsch, und halt mit dem ganzen Gewicht auf meinen Fuß. Das war halt nicht so geil gewesen. Yeah! Das Manuel! Yeah! Boah, der macht gerade richtig Bock, da mit den Revisen. Und ja, da kann jetzt nicht so viel passieren. Also, man kann ja nicht irgendwo runterfallen. Ja, so wirklich finde ich fast am kühlsten. Oh shit. Ich habe immer so Angst, dass gerade so der Pneu auf der Seite ausschlägt. Ah ja, da ist nochmal ein bisschen steil. Aber also rechts ist ein Rosa. Ja, nach der Sommerferie gehe ich in die Sportschule. Sie hat es glaube ich noch nie richtig angeschnitten. Noch nie
wirklich groß darüber erzählt, aber ich erzähle es nicht. Also ja, und übrigens, das ist die Bahn, da wo ich gesagt habe, oder gemeint habe, keine Ahnung, wie die heißt. Aber ja, auf jeden Fall hört es nach der Sommerferie für mich das letzte Jahr in der Sportschule. Irgendwie ist halt in letzter Zeit immer schwierig geworden mit Schule, mit Biken. Also ja, die, die es noch nicht wissen, ich würde da also Biken mal ja, später hauptberuflich machen, wenn es natürlich klappt. Ja, und ja, es ist halt immer sehr schwierig gewesen. Es hat Wochen gegeben, wo wir 4-5 Prüfungen hatten. Und dann hatte ich noch zusätzlich ein Training gehabt und ja, mega viel anders. Und hatten fast keine Zeit gehabt zum Trainieren. Und darum ja, wäre es halt immer schon besser, wenn wir auch ein bisschen dort trainieren während der Schulzeit und so. Und ja, ich hoffe, das klappt nach der Sommerferien natürlich schon ein bisschen besser. Also ich glaube schon. Ja, ich darf, also die, die es nicht genau wissen, ich habe pro Tag immer, ich glaube, 2,5 Stunden Zeit zum Biken während der Schulzeit. Also einfach Trainings machen. Und zusätzlich können dann halt noch ja, die Stunde, ich glaube eine Lektion oder zwei, wo wir in Kraft rumgehen, gehen trainieren, ganz oben beim Hörnli Trail ankommen. Ja, Sandro haben wir ganz, ganz kurz gesehen. Ja, aber er geht jetzt gerade über mit dem Lift. Leider. Also ja, wir haben ihn ganz, ganz kurz gesehen. Hätte gar nicht so weiter, weil ja, Bähnli-Fahrt halt. Aber ja, so ist es. Immerhin kurz gesehen. Geil. Yeah, Finn. Da ein Whip into the Wiese. So, jetzt haben wir noch zu Mittag gegessen. Aber irgendwie immer noch Hunger. Ja. Mit dem Velo kann ich einfach gar nichts. Kein Whip, kein Tabletop. Also Tabletop geht noch, aber keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, wieso. Irgendwie, der Rahmen ist halt aus Stahl. Und irgendwie bringe ich, habe ich glaube zu wenig Kraft. Und einfach auch keinen Bock. Nein, ich packe die eigentlich schon, aber ich glaube auch zu wenig Kraft. Und das Velo ist halt massiv, man hat nicht so viel Airtime, um was zu machen. Aber ja. Alter, die Burns, die sind so geil.